Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Probike-Video hier bei GCN auf Deutsch. Wir haben eure Gebete erhört, denn ihr wolltet das neue Stevens Super Prestige von Marcel Meisen sehen. Und hier ist es. Freundlicherweise wurde uns das Rad nach der Saison zugeschickt und ich stelle euch mal heute vor, wie das Rad konfiguriert ist, welche Anbauteile Marcel verbaut hat und was das ganze Rad am Ende wiegt. Stevens hat eine lange Erfahrung im Crosssport und zwar gibt es das Super Prestige Rad schon seit 2005. Etliche Weltcupsiege und Weltmeistertitel wurden auf diesem Rad bei UCI-Wettkämpfen errungen. Zum Beispiel Mathieu van der Poel oder Sanne Kant sind auf dem Stevens Rad schon unterwegs gewesen. Das neueste Modell des Stevens Super Prestige hat auch einige Neuheiten mit dabei. Am allerersten fällt auf, dass wir keine Kabel mehr außen liegen haben, alles integriert. Wie das zustande kommt, erkläre ich euch später im Video. Außerdem haben wir noch an den Kettenstreben, an der Sattelstütze und noch an anderen Stellen einige Neuheiten mit dabei, die sich vom anderen Modell oder vom älteren Modell unterscheiden. Jetzt aber der Reihe nach, wir schauen uns mal die Schaltkomponenten an. Die kommen von Shimano Dura-Ace, die 9170, mit dem Schaltwerk, dem Umwerfer, der Kurbel und den STI-Hebeln. Mit hydraulischen Scheibenbremsen, selbstverständlich im Crosssport. Und hydraulisch wird gebremst und dazu brauchen wir Laufräder. Die kommen nämlich von DT Swiss und das sind die DT Swiss CAC 1100 Spline. Der Cyclocross-spezifische Laufradsatz für Schlauchreifen. Und die Reifen, die sind Matschreifen von Challenge, die Limos in 33 mm Breite und ganz spezielle, und zwar in der Team Edition S3. Mit roter Karkasse. Die sollen aus einem speziellen Material sein, dass der Reifen noch etwas weicher ist, um bei den schwierigen Matschverhältnissen und Walkeigenschaften besser zu performen. Auf jeden Fall Marcels Wahl in diesem Jahr, der Challenge-Reifen S3 und der Limos, wie gesagt, Kenner werden es wissen, ist der spezifische Matschreifen. Auch bei Marcel bleibt es klassisch beim Schlauchreifen im Crosssport, der einfach einen Vorteil immer noch hat gegenüber Tubeless-Varianten. Und da wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Marcel bremst übrigens mit 140 mm Durchmesser bei beiden Scheiben vorne und hinten. Und wir haben hier ein Modell aus dem Mountainbike-Bereich, die XT-Scheibe, die MT800. Die bietet etwa gleiches Gewicht wie die Dura-Ace-Variante und auch beste Brake-Performance. Jetzt gehen wir aber noch zu den Schaltkomponenten oder der Übersetzung, denn an der Kurbel sehen wir ein kleineres Kettenblatt, als man das auf der Straße gewohnt ist. Wir haben eine Kurbel von Shimano Dura-Ace und die Kettenblätter, die sind in der Größe 46-39 und hinten haben wir eine Kassette von Ultegra in der Abstufung von 11 bis 28 Zähnen. Die Ultegra-Kassette ist wohl etwas schwerer, so 100 Gramm, also da könnte Marcel vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. So, die Schaltkomponenten haben wir alle abgehakt. Wir gehen hoch zum Lenker und dort sehen wir das schöne integrierte Cockpit mit dem Lenker und Vorbau von FSA. Und die sorgen auch dafür, dass wir jetzt innen verlegte Züge haben. Der Vorbau ist übrigens 80 mm lang und kommt von FSA, nennt sich ACR. ACR heißt Aerodynamic Cable Routing, also die Züge werden durch den Lenker in den Vorbau an den größeren Steuerlagern vorbeigeführt. Mit der Gabel und dann verschwinden sie einfach komplett im Rahmen. Ich finde es mega aufgeräumt und sorgt auch dafür, dass man beim Tragen keinen Kabelsalat mehr hat. Also das Rad wirkt schon fast wie so ein aerodynamisches Straßenrad, wenn wir uns das anschauen. Der Lenker kommt von FSA ebenfalls, der K-Force SL in 42 cm Breite. Und dann haben wir noch das Lenkerband in der Farbe Schwarz von Scorpo. Im Lenkerendstopfen haben wir noch die DI2 Junction Box versteckt. Ein Radcomputer sehen wir auch hier nicht, denn im Radcross wird meistens eine GPS-Uhr gefahren, um die Runden aufzuzeichnen. Wir gehen weiter zum Sattel. Der kommt von Celle Italia, der SLR Pro Team. Die Sattelstütze kommt wie das Lenkerband von Scorpo und ist die Comfort SL. Und am Rahmen finden wir eine integrierte Sattelklemmung. Das sorgt dafür, dass der Dreck nicht so daran haftet und sorgt zusätzlich für mehr Flex in der Sattelstütze. Das bedeutet mehr Komfort beim Fahren. Das Unterrohr ist auch neu konzipiert worden. Das hilft dabei, das Rad besser zu greifen, wenn wir es schultern wollen oder die Profis und Profifahrerinnen das Rad schultern. Außerdem haben wir noch speziell hinten an den Kettenstreben eine erhöhte Fersenfreiheit, denn
In der Vergangenheit haben sich die Fahrerinnen und Fahrer wohl beschwert, dass man mit den Schuhen hinten an die Kettenstreben gekommen ist und da den Rahmen abgeschliffen hat. Und diese neue Fersenfreiheit sorgt dafür, dass man dort keine Probleme mehr hat. Wir bei GCN auf Deutsch hatten das Rad ja auch für das eine Cyclocross-Video schon. Und das Rad macht wirklich Laune, also der Richard war kaum von dem Rad runter zu bekommen. Jetzt, das Rad haben wir eigentlich soweit abgehakt, es fehlen nur noch die Pedale, die kommen auch aus dem Mountainbike-Bereich, die XTR PD 9000, die bei vielen Crossfahrern als Standard oder verwendet werden. Am Ende schauen wir uns natürlich noch die Maße an, das Rad kommt in der Größe 52 und Marcel ist etwa 1,71 Meter groß. Jetzt bitten wir noch Richard, das Rad zu wiegen. Mit 7,53 Kilogramm ist es sogar etwas leichter als sein Vorgänger-Radmodell. Und dann müssen wir noch schauen, wie die Sitzposition ist. Wir haben 70,2 cm von Tretlagermitte bis Sattel und von Sattelspitze bis Lenkerende 51,6 cm. So, das war das Rad von Marcel Meisen, aber wir müssen noch den Laufrad-Soundcheck machen. Schauen wir mal an, wie sich die DT Swiss Laufräder anhören. Ja, das ist nicht schlecht. Also wir haben hier das klassische DT Swiss Zurren. Das gefällt dem Kenner natürlich und sorgt für beste Performance. Ich würde jetzt noch gern von euch wissen wollen, wie ihr das Rad von Marcel findet. Also ich finde es in der Lackierung ziemlich schick, finde aber, er hat noch eine Deutsche Meister-Version verdient in Schwarz und Gold. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann gebt doch einen Daumen hoch und lasst noch ein Abo da, dass ihr keine weiteren Probike-Videos verpasst. Euer Abo hilft auch dem Kanal, solche Videos bereitzustellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.